Eine neue Folge Stiftung Billigtest und heute mit den Farbarmen STF-12 Springer Shotguns. Servus an meine Freunde, der Ivan von GSP Airsoft und wie schon angesprochen, heute die Nachbauten der STF-12 von Farbarm als Springer für unter 100 Euro. Und ich kann schon mal sagen, ja, ist doch eine Überraschung. Stiftung Billigtest, wie schon gesagt, gut und günstig, geht auch im Airsoft und heute schauen wir an, ob das eben bei den STF-12ern möglich ist. Gerade für CQB mag die vielleicht ein bisschen zu lang sein, kommt drauf an eben, wo ihr spielt. Bevor wir zur großen Laberei und Haptik kommen, wir schauen uns die Schussleistung an. Das ist nämlich das, was die meisten interessiert und wir sind gespannt, was die Farbarm hier abliefert. Schon einmal vorneweg die Funktion. Wir haben hier, wie schon gesagt, Spring Shotguns, wie man sie von Zymer kennt. Das heißt, ihr führt praktisch ein Magazin in Form der Patrone unten in die Kammer, Deckel zu, durchrepetieren und dann geht das auch los. So einfach funktioniert das. Das Schöne an Spring-Gewehren ist, sie haben eine konstante Energie, sind komplett wetterunabhängig und auch kein Stress mit Strom, Gas und irgendwelchen Sachen, sondern ihr könnt die praktisch aus eurer Tasche nehmen, aus eurem Koffer nehmen, laden, repetieren, loslegen. Ich würde euch empfehlen, gleich mal ein kleiner Haptik-Tipp. Unten habt ihr hier ein paar Möglichkeiten, einen Griff zu montieren. Das würde ich euch auch definitiv empfehlen, gerade bei den über 0,5ern, dass ihr hier einfach besser repetieren könnt. Ansonsten, wir haben hier einen gummierten Griff, das gefällt mir eigentlich recht gut, der fühlt sich recht angenehm an. Vorne auch der Schaft der Schussfinte ist leicht gummiert, gefällt mir auch sehr schön. Ansonsten ist das Gehäuse aus ABS, das macht es etwas leicht, aber auch widerstandsfähig, wenn ihr mal hinfallt und das kann sehr schnell passieren. Gummierte Schulterstütze, Punkte, die mir nicht so gut gefallen sind, dass man nur links slingen kann, denn ich habe keine Möglichkeit hier, die Möglichkeit, meinen Trageriemen anzubringen, auf die andere Seite zu setzen. Wir haben hier keine Aussparung. Und ansonsten haben wir nicht die Funktion wie bei der CO2-Version, dass ich hier schnell mal die obere Schiene entfernen kann. Ist im Erstwert vielleicht auch nicht so wichtig. Ich wollte es mal angesprochen haben. Ihr könnt hier alle möglichen Optiken ranbringen. Und ihr habt aber standardmäßig schon eine recht brauchbare Optik, wie ich finde. Und ich denke, hier muss nicht groß viel eine Gucci-Optik oder sowas draufgepackt werden. Das Ding ist einfach zum Auspacken und zum Zocken. Alles, was ihr hier seht an der Waffe, ist aus Kunststoff. Bis jetzt ist auch nichts gebrochen. Mag man kaum glauben, aber noch hält sie sich. Ansonsten, wie gesagt, ein paar negative Punkte noch. Wir haben hier schon, und ich hoffe, man hört das, also hier im Schaft ist schon deutliches Spiel. Tut der Waffe jetzt keinen ab, aber man hört das schon. Und natürlich hat man immer bei ABS das Gefühl, man könnte die Waffe hier komplett zusammendrücken. Aber abgesehen davon finde ich jetzt hier nichts weiter Schlimmes, nichts weiter Negatives. Es ist halt wirklich alles aus Kunststoff. Aber dafür kostet die Farbarm auch unter 100 Euro. Es gibt hier nicht wirklich mehr viel zu sagen, außer eben, dass man sie gut benutzen kann. Sie ist sehr einsteigerfreundlich, weil man sich um nicht viel kümmern muss. Aber natürlich müsst ihr immer repetieren. Das heißt, ihr schießt und repetiert. Da seid ihr natürlich denjenigen unterlegen, die einfach mit ihren kleinen AIP kommen und ein bisschen rumsprayen oder mit ihrer Firehawk oder ähnlichem. Ist ganz klar, dafür haben die aber auch deutlich mehr Geld ausgegeben. Ansonsten, was kann man noch machen? Wir haben, wie gesagt, den Release der Hülsen auf der vom Schützen aus gesehen rechten Seite und ihr bekommt im Lieferumfang zwei dieser Standard Spring oder auch Marui Shells und es passen eben 30 Schuss rein, das heißt ihr könnt 10 mal schießen, dann müsst ihr nachladen. Was ich bei den STF Flinten noch super finde ist, dass die Hülse wirklich schön rausfliegt, also man muss nicht groß rumfummeln, sondern die Hülse kommt direkt aus der Waffe raus. Und so viel ist es auch schon zu den STF-12-Flinten. Man kann da nicht mehr ganz so viel sagen. Es sind einfache Geräte, die funktionieren. Ich habe mir Schlimmeres vorgestellt, als ich sie auf der IWA gesehen habe. Aber ich gebe jeder Waffe natürlich eine Chance. So wie diesen Flinten, die gerade recht anfängerfreundlich sind. Und die es eben noch in anderen Versionen gibt, falls ihr die nicht möchtet. Aber ich finde, genau so wie sie hier eigentlich ist, ist die schönste Version. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, wie findet ihr die Farbarm? Findet ihr sie schön? Findet ihr die Farbe hässlich? Oder mögt ihr sie nicht, weil sie eine Springer ist? Diese Meinung in die Kommentare. Und ansonsten vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, da verpasst ihr keine weiteren Reviews.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GSB Airsoft bringt ein Video. Also wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Einschalten und haut rein.